Okay, hier sind wir safe. Das ist okay. Wir haben hier einen Local Supply, das klappt auch. Die Charging Power können wir auch hochdrehen, das ist kein Problem, dann lädt das schneller. Weil wir brauchen hier ja gerade auch nichts. Und sind wir ehrlich, schaut euch das mal an. Kein Problem. Das zieht sich, selbst dann laden wir immer noch. Okay, das Ding ist das, wir haben eigentlich einen Plan und da sind wir hier tatsächlich in Cheddar 2 falsch. Das ist für später super wichtig, weil wir das Ding, den Kupfer sowieso brauchen. Wir brauchen allerdings, und das mit Abstand und Freude, wir brauchen... Sag mal, waren wir doch richtig? Nee. Organic Crystal. Genau, wir müssen auf Cheddar 1 rüber. Da gibt es allerdings kein Silizium, Silicon und kein Titanium. Da müssen wir rüber, da müssen wir die nächste kleine Infrastruktur aufbauen. Ähnlich wie hier. Da werden wir aber die organischen Kristalle sofort ins System wieder weggeben. Und werden dort die eben für uns vorbereiten. Das finde ich extrem wichtig, weil damit kriegen wir nämlich hier einen relativ schönen Spin rein. Wir haben keine Raumschiffe. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Aber wir haben trotzdem zwei Spaceports. Okay. Beide Games sind nice, ja, ja. Verabschiede mich, Pfleger. Ich wünsche dir einen wunderhübschen guten Abend. Schlaf gut, träum was Schönes. Sag mal, die, also Cheddar 1 ist aber auch schon ganz schön weit entfernt. Boah, der schaut interessant aus. Guckt euch den Planeten mal an. Leute, schaut euch den mal an. Der schaut ja interessant aus. Das ist ja cool. Das Kupfer. Oh, Oil. Hier können wir eine Ölverarbeitung reinbauen. Butterweich, sage ich euch. Das wird butterweich. Da sind die Dinger. Die brauchen wir halt auch nochmal in der Zukunft. Kohle gibt es hier halt ja auch. Schön, ne? Cumberlit. Ich glaube, hier müssen wir unseren Spaceport setzen. Da kriegen wir die nicht schön drauf. Ne? Dann versuche ich es auf der anderen Seite mal. Ja, das ist so eine richtige Pilzwelt. Ne? Also da ist aber ordentlich. Lass uns einen Parkplatz bauen. Ja, mit den Ressourcen. Da müssen wir halt jetzt Foundations produzieren und oder verfügbar machen, weil das ist uns blöd. Wobei, lass uns mal Folgendes machen. Wir haben hier Oil. Stein haben wir nicht, ne? Hier kann ich mein System gerade mal ein bisschen vergessen, ne? Aber das ist okay. Das ist für mich in Ordnung. Wir sind hier irgendwo, da ist die Äquatoriallinie. Dann ist sogar hier mit den organischen Kristallen gar nicht mal so verkehrt. Der kriegt auf jeden Fall Ressourcen. Das finde ich schon mal sehr attraktiv. Wir haben einen Haufen Solarpaneele dabei. Und das bringt uns so quasi nichts. Habe ich noch irgendwas anderes zum Strom produzieren dabei? Nee, ne? Ja gut, das ist halt super dämlich, weil auf der Murmel kannst du halt echt nicht viel anfangen, ne? Aber das wollen wir auch eigentlich gar nicht. Wir wollen das Zeug abbauen und sofort in unser Netzwerk schmeißen. Das ist eigentlich der Plan. Und am besten eigentlich das... Das ist halt... Am besten machen wir ja ganz kurz sehr viel Energie, speichern das in Batterien rein. Da bräuchte ich aber noch Batterien. Ja, bräuchte ich mehr. Rohöl wäre auch interessant. Wobei, Rohöl haben wir im System sehr viel. Wenn, dann müssten wir hier eine Raffinerie reinschrauben. Bodenrolf, Hallöchen! Weißt du, was wir hier machen? So eine
so eine kleine Grundstartgeschichte. Vergesst das immer, die umzubauen, dass ich noch mehr hier reinbauen kann. Wir machen hier eine doppelte Geschichte draus. Also, im Übrigen, hier muss ich auch mal ein paar herstellen. So. Und zwar brauchen wir jetzt hier einen. Und hier vielleicht einen. So. Ich brauche nur eine Schmelze eigentlich. So, dann brauchen wir hier zweimal. Machen wir hier mal so zweimal von den Dingers her. Dann fordere ich hier mal ganz kurz so 400 davon an. Oder mehr. Ah, er wird geladen. Sehr schön. Wir geben mal ein bisschen mehr Energie da rein. Ah, der hat schon auch Space Warper bekommen. Sehr geil. Strom durch Kohle oder Öl. Genau das machen wir. Wir arbeiten das jetzt in Graphit auf und dann gehen wir damit rein und machen das. Warum geht das nicht? Bin ich zu weit weg? Jetzt. Ja, ich brauche hier auch Raumschiffe, sonst wird das nichts, ne? Aber ich baue ja auch tatsächlich Raumschiffe. Wobei ich die Befürchtung habe, egal was ich tue, es wird wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Wobei, irgendwie ist dieser Raumhafen einfach so saumäßig überlastet? Kann das daran liegen? Weil die kommen viel schneller aus dem Quark. Nicht alle, aber auch immerhin. So, was wir auch machen werden, und das werden wir jetzt relativ schnell machen, ist hier eine heftige Produktion zu starten. Dieses Ding hier, das hat eigentlich einzig und allein die Idee, was dahinter steckt, ist bei dem hier, dass der High-End abbaut und vor allen Dingen nicht nur abbaut, sondern auch gleich verarbeitet. Und zwar brauchen wir hier nur Titanium. Und den haben wir bestimmt irgend... Ach nee, warte mal, die haben wir hier gar nicht. Ja gut, dann können wir das auch nicht verarbeiten. Dann ist ja auch egal. So, Energie haben die auch nicht. Aber das macht nichts. Wir fassen immer zweier Teams zusammen. Das ist dann also quasi, wir haben dann drei Lanes am Ende. Und die gehen dann da rein. Und das machen wir dann hier leer, je nachdem, was zuerst kommt. Also vorausgesetzt, wir haben jemals irgendein Förderband. Und ihr habt recht, beim nächsten Mal, wir werden das tun. Beim nächsten Stern, den wir anfliegen, ist das Erste, was wir machen, nachdem wir einen funktionierenden Spaceport aufgebaut haben, einen Dyson-Schwarm zu errichten. Und mit Ray-Receivern zu arbeiten, weil es einfach geht. Und du baust halt einfach auf dem nächsten Planeten nur noch so einen Ray-Receiver auf und hast dann halt einfach haufenweise Strom.
Vielleicht ist das die Vielleicht machen wir das auch mit dem Energy Exchanger. Vielleicht produzieren wir da eine richtig schöne Geschichte draus. Ich weiß es noch nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall brauchen, weil wir ja jetzt energiemäßig noch nicht so ready sind. Und auch noch nicht viel damit anfangen können hier. Dass wir erstmal hier ein bisschen mehr Feuer drauf geben. Das ist halt das Blöde bei dem Planeten, dass du halt so wenig Platz hast. Aber es scheint zu funktionieren gerade. Egal was wir tun, es funktioniert. So. Das haben wir. Ja, schaut doch gut aus. Schaut doch gut aus. Wenigstens mal eine kurze Zeit schaut es gut aus. Ja, dann geht gleich nämlich die Energie hier aus. Was nicht schlimm ist, kriegen wir hin. Aber was wir tun sollten. So. Das, also... Wir haben doch hier einen riesen Demand von dem Zeug. Was könnte ich noch brauchen? Ja gut, das ist eigentlich die Foundations kann ich, glaube ich, nicht anfordern. Die habe ich nirgendwo im System. Warte mal kurz. Ja, gut, der lädt jetzt nicht, weil er leer ist. Das wird hoffentlich mit dem System, was wir hier dann bauen, anders. Aber den können wir halt auch noch komplett knicken. Rohöl, wie gesagt, könnten wir natürlich auch fördern. Würde aber Sinn ergeben, das gleich in Einzelteile zu zerlegen und dann ins System zu schmeißen. Vor allem, weil wir halt so viele Rohölvorkommen hier haben. Wir müssen aber den halben Planeten planieren und das geht, glaube ich, tatsächlich... Hier haben wir auch Stein. Das heißt, wir könnten hier auch eine komplette Foundation-Produktion hinsetzen. Da hinten ist Herkules, unser Heimat. Hey, guck mal, da siehst du zwischen Herkules und Vega gerade einen hin und her fliegen. Ja, nice. Irgendwann wird das voll das Lichtermeer. Ich sag's euch. Irgendwann wird das voll das Lichtermeer. Wir sind auf dem Weg dorthin. Ich glaube, das ist einfach nur ein Mengenproblem, was wir hier haben. Fordern noch mal so 800 an. Ich hoffe, das wird eines Tages geliefert. Am ehesten wird es wahrscheinlich geliefert, wenn wir selber Schiffe haben, die diesen Auftrag erfüllen sollen. Denke ich mal. Hey, Markus, willkommen zurück. Ich hoffe, du hast eine coole Veranstaltung heute gehabt. Also eine Versammlung war das bei dir, ne? So. Genau, hier wird gar nichts gerade gemacht. Das ist halt, der Planet, das bietet sich für sowas einfach nicht an, ne? Geht's auch bestens. Ja, Vereinsarbeit ist eine coole Sache. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auch jahrelang in Vereinen und aktiv unterwegs, ne? Und das ist eine schöne Sache. Vor allem, das gibt vielen Leuten sehr, sehr viel. Auch wieder zurück. Da kommt ein bisschen Strom jetzt gerade rein, aber du merkst halt, jetzt, wir haben immer so einen Engpass zwischendurch. Ja,
Wir bauen halt auch gerade Raumhäfen, dass die Schwarte kracht, ne? Also, ich sehe das tatsächlich relativ entspannt gerade. Wo hängt es denn schon wieder eigentlich beim Research? Was ist denn hier schon wieder das Problem? Was war denn das da für eine mutlose Aktion gerade? Aber es wird doch nicht die blaue Forschung weggeknickt sein. Oder ist es die lila Forschung, die gerade einen Absturz hat? Der Rest schaut gut aus von der Produktion her, bis auf blau. Jetzt blau jetzt nicht so sehr. Aber lila Forschung macht gerade so eine Püschelgeschichte. Huch. Warte mal. Was braucht man denn für die Püschels eigentlich nochmal genau? Oh, lass mich raten. Lass mich doch mal raten. Carbon-Nanotubes sind das Problem. Und Plastik ist auch noch ein Riesenproblem. Da ist die Consumption Rate aber auch gerade ganz hart unterwegs. Gut, Graphen im System könnten wir relativ einfach herstellen. Hier haben wir auch wahnsinnig viel Kohle. Wir könnten hier eine relativ starke Graphenlinie schon mal so grundsätzlich aufbauen. Wir haben Öl hier ohne Ende. Das zu zerlegen bietet uns ja so oder so Graphen an. Dann könnten wir eigentlich, also wenn man es jetzt ganz, ganz furchtbar cool sieht, könnten wir eigentlich mit den ganzen Grundressourcen, die wir hier haben, könnten wir auch hier eine kleine Nanotube-Geschichte machen. Nee, Quatsch, was wollte ich denn eigentlich mit dem Graphen jetzt gerade machen? Plastik. Ja, genau. Plastikproduktion meinte ich natürlich, selbstverständlich. Dr. Rush, hi! So. Wird schon langsam besser, nee, ne? Die Raumschiffe kommen jetzt dann gleich, dann könnte das sein, dass wir dann wenigstens die Bänder so bekommen. Das wäre ja schon mal was. Aber hier liegen immerhin 50 organische Kristalle drin, die würden ganz gerne einen neuen Besitzer haben. Oder zumindest in die Verstromung reingehen. Nee, nicht in die Verstromung, in die Verarbeitung. Wobei da theoretisch produzieren wir halt auch extremst viel davon. Das liegt halt an den neuen, an den Minern, ne? Die haben diese Geschichte hier gemacht. Mal gucken. Wie schaut es jetzt hier aus? Da sind schon die nächsten Raumschiffe. Also das ist jetzt relativ überschaubar. Groundtier, kurze Frage in die Runde. Wie findet man das kommende Features mit Kampf gegen... Kampf gegen Aliens im Spiel. Groundtier, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich finde in Dyson Sphere, dass mit den Aliens, wo du dann konkurrierst um Ressourcen. Ich hätte, also ich persönlich, wenn ich da was zu sagen gehabt hätte, ich hätte gesagt, lass uns Multiplayer reinbauen, dass alle wollen Multiplayer und der Mod funktioniert nicht geil. Lass uns meinetwegen eine Serverinfrastruktur machen, lass uns einen lokalen 4-Player-Koop oder sowas reinballern, irgendwas in die Richtung. Das wäre mein Ansatz gewesen. Ich hätte das mit den Aliens, also mit den Gegnern im Spiel, fände ich total dämlich. Also, das bietet natürlich eine Möglichkeit, das mehr spielen zu können, weil man sich da natürlich auch ein bisschen an Factorio orientiert und sagt, ja, in Factorio gibt es ja auch Aliens und die sind dann so unterwegs, aber dann, nee, nimmt mich nicht mit. Ich finde, das Spiel ist als reine Bausimulation wäre es geiler, wenn wir einen Multiplayer hätten, um das Spiel im Koop zu spielen. Sind wir ehrlich, solche Spiele wie Satisfactory haben zwar Gegner drin, aber eigentlich auch nicht. Also, das sind ja auch nur Alibi-Viecher, die da rumlaufen. Ja, das ist jetzt auch nichts ernst zu nehmen. Das heißt, wieder ein Raumschiff geflogen. Entschuldigung. Ja. So halte ich das. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es den meisten Spielern so geht. Ich glaube, es gibt immer ein paar, die wollen dann... da fliegt wieder ein Raumschiff. Da gibt es immer ein paar Spieler, die in jedem Game irgendwo einen kompetitiven Modus haben wollen oder irgendwas mit KI-Gegnern oder sowas hier reinbasteln wollen. Ich persönlich bräuchte es nicht. Wenn ich es ausschalten kann, würde ich es immer ausschalten. Ja. Alibi-Viecher, das Wort des Jahres bei Zwerg. Ja, naja.
Das ist ja, komm, in Satisfactory ist, sind die Gegner ja auch eher nur Zierde. Ja, die laufen da ja rum, damit man sagen kann, ja, da sind böse Gegner drin. Und was haben die gemacht? Ja, sie haben böse gegegnet. Bitte? So, jetzt haben wir gleich unser Raumschiff. Dann können wir wenigstens hier mal irgendwas machen. Jetzt habe ich drei oder vier Planeten mittlerweile angeschlossen und auf nichts habe ich irgendwas zusammengebracht. Das ist zwar ein super Ansatz, um damit dann weiterzugehen und dann hier schön reinzugrätschen, um einen riesen Explosionsschub zu machen, aber das ist eigentlich nur dafür interessant, um hier mal die ganzen gelben Punkte zu lösen, weil wir haben nämlich in der letzten Zeit extrem hoch aufgebaut, aber Magneten zum Beispiel werden wir in der Zukunft Magneten wie Sand am Meer benötigen. Und ihr seht ja schon, eigentlich müssten wir unsere gesamte Produktion, was Magneten betrifft, verdoppeln. Und das ist schon sehr verrückt. Das heißt, wir könnten ja eigentlich auch hergehen an diese 11 Iron Veins, ja, und könnten hier eine Magnetenproduktion reinballern und es würde nicht schaden. Na gut, dann machen wir das halt. Wenigstens eine kleine Alibi. Ihr wisst Bescheid. So. Aber auch dafür bräuchte ich natürlich irgendwas. So, warte mal kurz. Raumschiff, Raumschiff, Raumschiff. Noch nicht ganz, gleich. Und dann hauen wir die organischen Kristalle erstmal ins Setup rein. Dann können die erstmal raus in die Luft. In die Luft können sie. Dann bauen wir, hoffentlich bringen sie Förderbänder. Wenn die Förderbänder bringen, bauen wir die Kohleverstromung an, damit wir auf jeden Fall erstmal durchgehend Tag-Nacht-Energie haben. Mit der Kohle. Dann nehmen wir hier die Iron-Dinger, bauen aus denen, je nachdem wie viele das wird, ohne dass das System instabil wird, bauen daraus dann Magnetics, weil da hängt gerade das System ganz gewaltig. Und das können wir auf jeden Fall brauchen. Das Gute ist dann, mit den Space Warpern, die wir hier haben, die werden ja eh hier reingeliefert, also sind eh schon da. Das ist auch eine gute Sache. Dann können wir da relativ geil weitermachen. Hey Markus, dankeschön, Funabilis, Korgos. Hier ein paar Alibi-Viecher, Herr Korgos. Das sind, Korgos sind natürlich keine Alibi-Viecher, ich ziehe das zurück. So, ja, jetzt holen sie endlich die, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, fliegt, ihr seid jetzt frei. Ihr seid jetzt frei. Da, 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 da und... Pfiu, pfiu. Ah, schön, ich mag das. Wobei, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wenn die dann zurückfliegen. Das muss ja auch geil aussehen. Wobei jetzt zwischen Sheda und Herkules müsste jetzt eigentlich ein sehr, 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 sehr krass regulärer Betrieb einsetzen, sobald wir... diese Dinger hier angeschlossen haben, dann müsste es eigentlich hier voll hart eskalieren. Weil Sheda ja jetzt dann zum Zentrum der Ressourcen oder der besonderen Ressourcen gerade mutiert und dann auch noch ein bisschen so grundsätzliche Sachen transportiert. Also wir werden recht viel von all dem, was wir benötigen, in Sheda zwischenspeichern. Das wird schon sehr spannend werden. Ich glaube an Sheda. Glaubst du auch an Sheda? Ich weiß ja nicht. So, was fehlt denn jetzt schon wieder? Magnetics. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Yannick 06070. Hey, danke schön, Markus, für deinen Verschenken an Yannick. Im vierten Monat angekommen. Mal gerne ein Ausrufezeichen. Hi, in den Chat. So, kommen die eigentlich jetzt wieder? Sehen wir die hier gerade? Warte mal, Herkules? Da kommt, da fliegt irgendwas nach Vega rüber. Wir sehen auf uns zukommen, glaube ich, gerade nichts. Was kann... Na, da bewegt sich irgendwas. Nee, das fliegt wieder nach Vega rüber. Nach Vega hat schon so ein bisschen mehr Betrieb eingesetzt. Wobei Vega auch schon länger im System ist, ne? Also die sind schon ein bisschen entwickelter als hier Sheda. Das ist noch nicht so unser Ding, ne?
Und man merkt schon, wie lange das eigentlich dauert, ne? Wie lange das jetzt gerade im System rumeiert. Habe ich eigentlich, also mal ganz ehrlich, habe ich jetzt eigentlich... Nee, habe ich nicht. Falsch, da. Okay, ich brauche eh die magnetischen Ringe. Das heißt, wir bauen als allererstes dieses Setup auf, weil das brauchen wir zuerst. Und dann bauen wir weiter. Und das kommt sowieso ins System, damit die anfordern können, damit die ihre Kristalle kriegen. Wobei ich immer noch nach wie vor nicht weiß, ob wir die organischen Sachen nicht vielleicht doch lieber hier hausintern produzieren. Quasi, dass wir hergehen nach Shedar 2. In Shedar 2 nehmen wir die Titanerze, nehmen die organischen Kristalle, fordern die dort an. Hausintern quasi. Und schicken sie dann darüber mit ein bisschen Titanerz verfeinert. Ja. Schicken wir dann das Zeug dann wieder zurück. Als Titaniumkristalle. Dann hätten wir halt alles, ne? Dann haben wir das hausintern hier schön produziert. Ich meine, die letzten Endes, die lagern trotzdem im Spaceport. Wenn das irgendwo auf Herkules einer braucht, kriegt das halt. Das würde ich jetzt nicht, da würde ich nicht nein sagen, ne? Wie schaut's hier aus? Wir machen Plus-Energie, passt, wunderhübsch. Dann können wir auch da weiter reingehen. Das haben wir, passt. Nehme ich natürlich. Können wir nämlich jetzt endlich wenigstens so grundsätzlich mal anfangen. Und zwar... Dann lass uns mal Folgendes machen. Wir nehmen jetzt die drei Bänder. Und gehen jetzt hier mal ein bisschen... Wir machen mal ein bisschen Sachen. Ja. Der geht ganz runter. Und rüber. Dann kommt hier eine kleine... Warte mal, wo werden die Magneten produziert? In der Smelting-Geschichte. Okay, alles klar. Haben wir genug Smelter? Ja, nee, haben wir nicht natürlich, ne? Boah, wackelt das so. Huh. So. So, dann gehen wir rein. Und schauen mal, wann das Band leer ist. Die Stromversorgung wäre trotzdem genial gewesen, ne? Zumindest produzieren wir eine ganz kurze Zeit mal ein bisschen mehr. So ein bisschen halt. Weil das könnte schon besser werden. Also es könnte schon gehen. So, nächste Baustelle. Wir kommen mit dem raus. Keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Warte mal kurz, hier geht dann das zweite Band rein. Geht dann auch hier drauf. Nee, warte mal, muss gar nicht. Das können wir doch auch einfach reinlaufen lassen. Je mehr da kommt, desto besser ist es doch. So. Dann kommt hier auch quasi das Setup wieder. Ganz optimal, aber könnte funktionieren. Gut.
Gut. Und dann machen wir das dritte Band auch noch fertig und dann läuft das, hoffentlich. So. So, das ist jetzt natürlich nicht die Wucht, was wir hier produzieren. Das soll auch einfach nur gemütlich dahin laufen. Wir können das noch ein bisschen skalieren, damit das auch, wenn es dann mal richtig angelaufen ist, auch alles mitnimmt. Aber so in der Idee ist das quasi. Ich nehme die natürlich jetzt trotzdem alle immer mit. Und dann brauchen wir die Kristalle noch. Dann kann ich hier Akkumulatoren bauen, das wäre sau wichtig. So, und wir produzieren jetzt ein paar Magnetics, die werden hoffentlich dann auch bald geholt werden. Oder wurden schon weggebracht? Das kann. Ah ja, ich glaube schon. Nee, oder die holen was? Die holen was gerade. Mal schauen. Das geht auf jeden Fall sehr, sehr flott, was wir hier machen. Wir produzieren jetzt schon wieder 2000 von den Dingern. Die Frage ist, wie schnell werden die geholt? Das weiß ich nicht. Die Frage ist, ob das auch wieder nur ein theoretischer Bedarf ist. Weil jetzt sollte man genau drüber sein, ne? Mal schauen. Mal schauen, das bleibt spannend, ob das so wird oder nicht wird oder wie auch immer. So, machen wir das mal so. Dann sind wir jetzt erstmal voll. Dann brauchen wir trotzdem noch ein bisschen Eisen. So. Gut. Okay. Batterien ist die nächste Baustelle. Das habt ihr wahrscheinlich schon erraten. Ja, wir brauchen Batterien und zwar... kräftig mächtig, ja, wir werden hier irgendwo einen Akkupark hinstellen, wo ein bisschen mehr Platz ist und werden den Akkupark tagsüber einfach aufladen, weil wir haben hier ein bisschen Energie, haben wir ja schon, ja, also wir produzieren schon ein gewaltiges Plus, wir müssen halt irgendwo lagern. Feuereis ist auf jeden Fall ein Riesenproblem gerade, da zuppelt es auch die ganze Zeit rum, da müssen wir auch rangehen. So, hier erhöhen wir mal die Kapazität natürlich selbstverständlich. Wir wollen hier deutlich mehr reinladen. Und wir können natürlich jetzt auch gucken, wo kommt das System ans Limit? Und ich sehe tatsächlich, es kommt nirgendwo ans Limit. Wir können hier definitiv noch deutlich erweitern. Also das ist noch lange nicht am Ende. Und das... wird noch eine ganze Weile so gehen. Das ist eine Million Eisen, die wir in eine Million... oder? 1 zu 1 läuft das, oder? 1 zu 1, ja. Also eine Million Magnete am Ende kommen bei rum. Huch, wo kommt ihr denn her? Ist da auch einer dabei, der... Nee, Kristalle liefert er gar nicht. Weiß auch nicht, wieso. Die hauen auch gleich wieder ab, ne? Ja. Schade, die hätten auch Magnete mitnehmen können, wenn die eh schon unterwegs sind. Ah, da ist er! Yes! Sehr schön! Das ist die nächste Großbaustelle, die wir angehen. Ich nehme das mal mit, dann kommen noch mehr ran. Lass uns das mal gleich bauen. So, dann drehen wir das jetzt runter, damit das dann durchläuft. Jetzt finden wir uns Eisen. Haha. Angefordert.
Wie gesagt, ich suche uns dann einen schnuckligen Akkupark irgendwo, ja, wo wir da, wo wir alle einfach hinstellen können und tonnenweise Energie speichern für schlechte Zeiten, für schlimme Situationen. Irgendwie so. So. Ey, wir haben jetzt schon 2000 Magnete und keiner fordert die an. Das heißt, so schlimm kann es nicht sein im System. Oder es hat einfach kein Schiff frei. Aber die Consumption Rate steigt ja trotzdem an. Ja, und jetzt ist wieder die Produktion am Ende, weil Nacht. Das muss aufhören. Das geht auf keinen Fall so weiter. Ich sehe ja hier, gefühlt hier unten, einen richtig großen Akkupark stehen. So ein Riesenteil. Auch nochmal mit Solarkollektoren einfach. Das machen wir jetzt dann auch, ne? Hier in die Richtung sehe ich das. Hier kommt er hin. Und auf die längste Seite von dem Teil. Da kommt das daher. Einfach nochmal 5 Minuten mehr Energie im System, als wir es bisher hatten. Erhöht auf jeden Fall den Output, den wir erzeugen hier auf dem Planeten, schon mal gewaltig. Reicht so, oder? Deutlich. Deutliche gute Sache. So. Die Idee. Wir bauen schon wieder den nächsten Raumhafen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlimm. Also wir brauchen diese interstellaren Logistikstationen hier sowieso jetzt in rauen Mengen. Das ist ja jetzt nur der Anfang. Vor allem, wenn wir weiterführende Ressourcen produzieren wollen. Das ist natürlich jetzt nur auf der anderen Geschichte unglücklich, weil wir natürlich jetzt hier andere Probleme auch einfach haben. So, jetzt fehlt mir halt einfach Magnete. Okay, das ist kein Problem. Sollte kein Problem sein. So, haben wir noch irgendwelche Kristalle übrig oder rumliegen? Nee, haben wir alle verbraucht. Sehr gut. Das ist ja perfekt. Ja, geil. Voll gut. Wir haben alle verbraucht. Sehr schön. So, die Produktion läuft. Die Produktion läuft gut hier sogar. Fast 100 Megawatt mittlerweile schon. Ja, passt. Gut. Wie gesagt, wir müssen mehr...
mehr generell produzieren. Das können wir hier in dem System Sheda, könnten wir auch weiterführende Sachen bauen. Sachen, die man hier, weil einfach Ressourcen da sind ohne Ende, vor allem hier drüben auf Sheda 3, 100% Baufläche, das heißt, der ganze Planet kann bebaut werden. Da könnte man zum Beispiel sowas machen, wie, dass wir hergehen und sagen, wir brauchen regulär Batterien. Lass uns einen Spaceport hinbauen, der fordert Zeug an, wir bauen dort Batterien. Und immer wenn die angefragt werden, was nicht ständig passiert. Das heißt, wir halten da einen gewissen Lagerstand von 1000 Batterien, nicht mehr. Mehr braucht es gar nicht. Das System läuft dann erst wieder an, wenn wir was davon entnehmen. Damit er auch nicht ständig hin und her geworpelt ist, ja. Aber es braucht ja jedes Mal einen Space Warper. Und so viele haben wir dann auch am Ende nicht. Also, dass wir hier sehr, sehr gezielt in Sheda Sachen produzieren, die wir halt immer brauchen. Batterien, Ray Receiver, vielleicht auch wieder eine Solarpanelproduktion. Solche Sachen, die man halt irgendwo anfordern muss, ja, wo wir halt irgendwo hin wollen. Wobei da Solarpaneele vielleicht nicht so gut sind. Solarsegel vielleicht schon eher, müssen wir mal gucken. Sowas in die Richtung, dachte ich mir halt. Ja. Momentan ist das jetzt alles noch etwas unglücklich, weil wir halt einfach in unserem Setup festhängen. Und wir müssten halt auch mal wirklich von oben nach unten durchgehen, ne? Also Eisen produzieren wir tatsächlich ganz okay. Ansonsten die erste Ressource, die hängt, ist Fire Ice. Das heißt, auch da müssten wir sofort rein eigentlich. Deutlich mehr Fire Ice ins System reinwerfen. Da wird überall auf Herkules 3 gebraucht. Wobei das die Graphenproduktion eigentlich ist. Die haben wir Prozessoren werden auch viel zu wenige hergestellt. Da müssten wir auch eigentlich deutlich mehr her machen. Ach, deutlich mehr, ey. Also quasi die komplette Produktionskette neu bauen, ja. Und auch skalierbar bauen. Und Hydrogen ist auch so eine generell ganz schwierige Nummer immer wieder. Müssten wir schauen. Da müssen wir halt einfach jedes Mal woanders gucken, wo gerade im Setup Probleme sind. Hier ist zum Beispiel ein Raumschiff, das steht hier und das wartet hier. Er auch. Der hat abgeladen, der wird auch jetzt gerade keine Magnete irgendwo hinbringen. Das heißt, Magnete werden gerade einfach nicht angefordert oder aber die sind in der Kettenproduktion drin, wo sie nicht angefordert werden, was viel schlimmer ist. Was quasi, wir brauchen die theoretisch, weil die Produktion dahinter zusammengebrochen ist. Aber die Weiterverarbeitung in eben diese, nicht nur in die Magnete, sondern auch in diese Coils zum Beispiel, geht vielleicht nicht, weil hier kein Kupfer ankommt zum Beispiel. Ja? Dann hast du zwar die Magnetproduktion, oder aber die Eisenquelle ist leer oder solche Geschichten. Und dann produzieren wir eigentlich keine Magnetic Coils, weil wir keine Magnete haben, die aber nicht angefragt werden, weil die in einer Kette hängen. Deswegen alles immer über Spaceports laufen lassen, dann hast du am Ende weniger Kopfschmerzen und dann stimmen diese Zahlen auch und du musst dich ewig suchen, wo das Problem ist. Wenn jetzt zum Beispiel sowas weg wäre, würde ich jetzt hier einfach einen Spaceport hinbauen, wenn das, also abreißen, Spaceport hinbauen und drei Lanes rausziehen. Und schwuppdiwupp weiß ich, da ist ein Bedarf. Und da ist jetzt ein Bedarf an Energie, das wissen wir auch, aber das wussten wir vorher schon. Was willst du denn machen? Okay, gut. Das lassen wir laufen. Was aber jetzt nicht mehr läuft, ist dieser Stream, meine Lieben.